herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute gibt es meinen Monatsrückblick Juni. Jetzt ist der Juni schon wieder vorbei. Ich kann es gar nicht fassen. Es war ein wirklich, wirklich toller Monat. Nicht nur Lese- und Kinotechnisch lief es sehr gut. Ich habe jetzt meine ganzen Ergebnisse und habe jetzt ganz offiziell meinen Bachelor in der Tasche und bin unfassbar glücklich. Ich habe ja meinen Readathon gemacht, der mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht hat und ich habe ein ganz tolles Feedback bekommen. Und insgesamt war es wirklich ein toller, toller Monat. Und ja, wie immer gehe ich jetzt mal durch alles durch, was ich so gelesen und gesehen habe. Das erste Buch dürfte keine Überraschung sein. Und zwar ist das Die Wasserweber von Kai Meier. Das ist der dritte Teil in der Wellenläufer-Trilogie. Und die hatte ich ja letzten Monat gelesen. Und mir fehlten ja noch so ein paar Kapitelchen in diesem Buch. Und das Buch habe ich dann auch direkt am 1. Juni abgeschlossen. Und ach, was für eine grandiose Reihe. Ich kann es nicht abwarten, noch mehr von Kai Meier zu lesen. Für mich sind Enden immer sehr wichtig, besonders bei so Reihen. Bin ich mal sehr neugierig, wie es so endet. Und das Ende war absolut perfekt. Besonders der letzte Satz. Der letzte Satz hat echt dazu geführt, dass ich 3 Tage lang nichts anderes mehr lesen konnte und nur irgendwie ganz apathisch in der Ecke lag, weil ich dieses Buch so toll fand und noch mehr wollte und aber nicht mehr hatte, weil ich es ja schon gelesen hatte. Also, diese Reihe war so, so toll. Und selbst wenn ihr nicht diese Reihe besitzt, lest einfach Kai Meier. Dieser Autor ist der Wahnsinn. Nachdem ich dann aus meiner Apathie wieder irgendwie herausgekommen bin, hatte ich Lust auf Simon Beckett bzw. auf David Hunter. Das ist der 4. Teil in der David Hunter-Reihe, The Calling of the Grave. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie der 4. Teil auf Deutsch heißt. Verwesung oder so? Ich weiß es nicht genau. Die ersten beiden Teile hatte ich vor Jahren gelesen, war unfassbar begeistert. Den 3. Teil, den ihr da sehen könnt, habe ich letztes Jahr gelesen und war schon so ein bisschen so, okay. Und dieser 4. Teil... Wie gesagt, ich hatte jetzt irgendwie Lust drauf, aber trotzdem fand ich ihn ein bisschen vorhersehbar, auch wenn er sehr anders war als die ersten 3 Teile. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist aber Jammern auf hohem Niveau. Ich habe dieses Buch innerhalb von 2 Tagen durchgehabt, das hat mich gepackt, gefesselt, toller Schreibstil, aber beim 4. Band jetzt so leicht vorhersehbar. Jetzt kommen wir zu den Büchern, die ihr alle gesehen habt, wenn ihr meinen Readathon verfolgt habt. Und zwar habe ich dann gelesen Shades of Grey von Jasper Ford. Und dieses Buch hatte ich angefangen, dann circa eine Woche zur Seite gelegt und dann fing der Readathon an. Und in der Zeit habe ich das dann zu Ende gelesen. Ich habe es zur Seite gelegt, nicht weil es ein schlechtes Buch war oder weil es mich gelangweilt hat, sondern einfach weil ich der Uni meine letzten Examen hatte und meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe und so weiter. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen. Zum Ende hin war ich aber sehr begeistert, besonders die letzten 50 Seiten habe ich absolut geflasht. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich der Meinung war, dass es ein Einzelband ist und mich da so drauf gefreut hatte. Stellt sich aber heraus, dass es eine Trilogie ist, beziehungsweise der erste Teil einer Trilogie. Und die zweite und dritte Teil, die sind noch nicht raus und ich weiß nicht, wann sie jemals erscheinen werden. Aber ich freue mich mal auf sie, denn das Ende hat mir wirklich sehr gut gefallen bei diesem Buch. Dann ging es weiter mit einem meiner Lieblingsautoren, beziehungsweise Lieblings-Thriller-Autoren, Jussi Adler-Olsen mit Verachtung. Der 4. Teil in der Kal Morg-Reihe. Ich liebe Kal Morg und sein ganzes Team und die Charaktere, die in jedem Band wiederkommen, liebe ich total. Ich freue mich immer zu sehen, wie es so weitergeht. Auch die Fälle finde ich immer sehr toll, sehr spannend, sehr fesselnd. Die verschiedenen Perspektiven, die dort immer eingebracht werden. Dieser Autor kann mich absolut nicht enttäuschen und ihr solltet ihn euch wirklich mal näher angucken, falls ihr noch nichts von ihm gelesen habt. Dann habe ich einen weiteren Lieblingsautoren von mir gelesen, und zwar John Green, The Fault in Our Stars. Und dieses Buch habe ich in einem Rutsch, nicht an einem Tag, habe ich es durchgelesen. Und ich habe geheult bis zum Gehtnichtmehr. Dieses Buch ist so unfassbar emotional. Ich hatte ein bisschen Angst, weil es so gehypt wurde und weil ich John Green liebe. Und ich hatte Angst, dass ich zu hohe Erwartungen haben werde. Aber irgendwie konnte ich das alles so ein bisschen abstellen und dieses Buch wirklich genießen. Und das ist ein ganz tolles Buch. Und auch John Green ist ein Autor, den man mal gelesen haben sollte. Und ich liebe nicht nur seine Bücher, ich liebe seine ganze Persönlichkeit. Er hat ja einen YouTube-Channel mit seinem Bruder, Hank Green. Und Hank Green hat selber auch nochmal ganz, ganz viele YouTube-Kanäle, da habe ich jetzt überall ein Abo mir gemacht, weil ich diese beiden Brüder liebe und einfach nur unfassbar toll finde. Mein Readathon hat dann geendet mit Seelen von Stephanie Meyer und das habe ich leider nicht mehr geschafft zu beenden in dem Readathon. Aber wer den Readathon verfolgt hat, wird gesehen haben, dass ich sehr begeistert von diesem Buch war. Es hat sich immer mehr gesteigert. Es fing auf der ersten Seite an schon so, oh, das sieht gut aus und es sah immer besser aus. Bis zu einem Punkt, wo ich so dachte, haha, ich werde dieses Buch nochmal lesen, obwohl ich nur auf der Hälfte war. Lasst euch von den 900 Seiten nicht abschrecken. Es ist ein ganz tolles Buch.
Ich habe hinten drin gelesen, dass es ein Erwachsenenroman ist, was mich sehr überrascht hat, weil ich immer der Meinung war, das wäre ein Jugendbuch. Aber ist ja auch egal, ist wahrscheinlich so ein All-Age-Dingens. Beim Ende war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Wie gesagt, das Ende ist für mich sehr wichtig. Und es lief erst auf so ein Ende hinaus, wo ich so dachte, gut, bin ich einverstanden mit. Dann ist was passiert, wo ich so dachte, oh, wirklich jetzt? So 0815-Ding irgendwie. Und dann ist wieder was passiert, wo ich dann wieder total happy mit war. Also im Endeffekt war ich sehr froh, wie es geendet hat. Und diese paar 10 Seiten am Ende, wo ich so dachte, so, oh, echt jetzt, das waren auch die schlechtesten 10 Seiten. Also das einzige Mal, wo ich dachte, oh, das wird nicht mein Lieblingsbuch oder so. Also das Buch war wirklich unfassbar gut. Und ich hatte in meinem Readathon-Video erwähnt, dass ich nicht weiß, ob das jetzt ein alleinstehendes Buch ist oder der erste Teil einer Trilogie. Und irgendwie in den Kommentaren habe ich so viele verschiedene Versionen gelesen, was es denn jetzt ist, dass ich so verwirrt war irgendwann. Ich bin auch, glaube ich, auf gar keinen der Kommentare eingegangen. Tut mir leid, aber ich war so durcheinander. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert denn jetzt? Und ich bin auch durchs Googlen nicht schlauer geworden. Also ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, dass es noch einen zweiten und dritten Teil gibt, weil das Ende mich jetzt irgendwie neugierig gemacht hat. Ja. Und ich freue mich schon auf den Film, der hier leider nicht mehr in den Kinos läuft, aber sobald er auf DVD raus ist, werde ich ihn mir ansehen. Ich hatte dann nach Seelen noch so ein paar Tage Zeit im Juni und habe mir dann A Dance with Dragons von George R. R. Martin geschnappt. Und ich bin nicht weit gekommen, ich habe die ersten 104 Seiten gelesen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist jetzt Zeit für dieses Buch. Manchmal hat man das doch so, da steht man vor dem Regal und plötzlich lacht einem ein Buch an und man denkt so, du musst jetzt gelesen werden. Ich weiß nicht wieso, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und genau das Gefühl hatte ich bei diesem Buch. Und ja, es gefällt mir bisher sehr gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen weiter gelesen. Jetzt ist ja schon Anfang Juli, aber im Juni hatte ich halt nur die ersten 104 Seiten geschafft. Es gefällt mir gut. Das Einzige, was mich an diesem Buch so stört, ist, es stinkt. Und ich weiß nicht wieso. Es riecht ganz abartig ekelhaft. Wir haben diese Bücher in einer Box, in einem Boxset gekauft vor circa einem Jahr und seitdem waren die immer alle zusammengelagert, außer wir haben halt eins gelesen. Die standen immer im Regal und die anderen stinken nicht, aber dieses Buch stinkt. Und wenn man es liest, dann kriegt man Kopfschmerzen. Und deswegen muss ich das immer nach so 30, 40 Seiten erstmal zur Seite legen und erstmal in die frische Luft gehen, weil das so einen abartigen Gestank angenommen hat. Und ich weiß wirklich, wirklich nicht wieso. Aber naja, zumindest ist die Geschichte gut und darauf kommt es ja dann auch im Endeffekt an. So viel also zu den Büchern. Es war ein sehr erfolgreicher Monat. Ich habe 6 Bücher abgeschlossen und 1 angefangen. Die Bücher waren alle absolut genial. Es war nicht ein schlechtes Buch dabei. Und ja, ich habe mehr gelesen als in all den Monaten zuvor und ich bin super happy. Und auch kinomäßig lief es sehr gut. Wir waren sehr oft im Kino. Wir waren 8-mal im Kino, haben aber nur 7 Filme gesehen, aber dazu gleich mehr. Und ich habe mir jetzt diese kleinen Tickets aufgehoben, damit ich mir endlich mal merke, in welchem Film wir immer waren, weil ich verliere echt den Überblick, ganz ohne Witz. So, ich fange mal an. Achso, eine Sache noch. Wir haben jetzt so ein Ranking-System eingeführt. Also immer, wenn wir im Kino waren, schreiben wir hier so eine Zahl drauf, zwischen 1 und 5, wie gut uns der Film gefallen hat. Und 5 ist so, der war absolut genial, den muss ich nochmal sehen. 4, absolut genial, aber ich muss ihn nicht nochmal sehen. 3, guter Film. Und dann 2, nicht mehr so. Und 1 ist dann so ganz, so. Der erste Film, Despicable Me 2, ich bin mir nicht sicher, wie der auf Deutsch heißt, aber ich bin mir absolut sicher, dass ihr alle wisst, von welchem Film ich rede. Das ist dieser Animationsfilm mit dem Bösewicht, der die 3 kleinen Mädels adoptiert und mit diesen kleinen, gelben, süßen Minions, die ich abgöttisch liebe. Das ist jetzt also der zweite Teil und wir haben dem Ganzen eine 5 gegeben, was ja heißt, absolut genial, müssen wir nochmal sehen. Und wir haben ihn auch nochmal gesehen, wir haben ihn 2-mal diesen Monat gesehen. Und zwar beim ersten Mal, weil wir ihn halt logischerweise sehen wollten. Und beim zweiten Mal, da ist eine Freundin von uns aus Schweden zurückgekommen. Die hat ein Auslandssemester gemacht und wir sind mit ein paar Leuten ins Kino gegangen und die wollten alle diesen Film sehen. Und dann sind wir also nochmal reingegangen. Der Film war absolut witzig. Ich liebe ihn. Ich finde ihn sogar noch besser als den ersten Teil. Und er ist auf jeden Fall auch was für Erwachsene. Das ist nicht so ein Animationsfilm, der hauptsächlich für Kinder ist. Bin ich der Meinung. Also ich finde, ich glaube, als Erwachsener findet man den noch besser als Kind. Also absolutes Highlight diesen Monat. Dann haben wir gesehen Man of Steel, beziehungsweise dieser Superman-Film. Ich bin mir jetzt auch wieder... Also ich habe nirgendwo nachgeguckt, wie die auf Deutsch heißen. Aber ich gehe mal davon aus, ihr wisst, von welchem Film ich rede. Aber ich verlinke euch die Trailer unten auch.
Also der Superman-Film, der hat von uns eine 4,5 bekommen. Ganz, ganz toller Film. Tolle Musik, tolle Bilder, tolle Action. Tolle Action, das hört sich irgendwie komisch an. Ja, also Actionfilm. Der Grund, warum es nur eine 4,5 und keine 5 geworden ist, ist einfach, weil da irgendwie nicht so Humor drin war und es hat so ein bisschen der Humor gefehlt. Aber ein ganz, ganz toller Film mit wirklich ganz schönen Bildern. Also es war wirklich toll. Ich würde ihn mir auch auf jeden Fall im Kino angucken. Ich glaube, auf dem Fernseher kommt es nicht so gut rüber. Dann haben wir noch einen Animationsfilm gesehen. Bei dem Film denke ich allerdings, dass er eher was für Kinder ist. Und zwar Epic. Der hat eine 3,5 von uns bekommen. Ich fand ihn noch besser als mein Freund. Aber ja, es geht halt um eine Zivilisation an kleinen Geschöpfen, die unfassbar ganz mini klein sind und die im Wald leben und die halt so dafür verantwortlich sind, dass die Blumen blühen und die Bäume wachsen und das Wasser fließt und all sowas. Und ein Menschenmädchen wird praktisch geschrumpft und landet dann bei diesen kleinen Menschen und hilft ihnen dann, denn es gibt eine große Bedrohung und ja, also... Mir hat der Film gut gefallen. Ich fand ihn witzig, ich fand ihn süß, es war wirklich schön, aber es ist vielleicht doch eher so ein bisschen was für Kinder. Aber falls ihr so Animationsfilme mögt, dann ist der auf jeden Fall was. Dann der absolute Flop in diesem Monat. Und bitte reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, aber es war Hangover 3. Wir haben dem Ganzen eine 1,5 gegeben. Ich wollte dem Ganzen nur eine 1 geben, also ich fand ihn absolut scheiße. Tut mir leid. Hangover 1 fand ich wirklich gut und auch Hangover 2 hat mir noch gefallen. Und ich hatte schon so keine hohen Erwartungen. Ich dachte mir schon so, Hangover 3 kann eigentlich gar nicht mehr so gut werden. Und er war es auch nicht. Wir waren kurz davor, in der Messe rauszugehen, aber sind dann irgendwie doch geblieben, weil, weiß ich nicht. Der Film war absolut nicht witzig. Was sie zum Glück nicht gemacht haben, wofür ich echt dankbar war, sie haben es nicht zu sehr versucht, dass es dann albern wurde. Das war es zum Glück nicht. Es war einfach nur, es war nicht witzig. Und ich wollte auch nicht wissen, wo es am Ende dann, was dann am Ende passiert. Es war so, es war einfach langweilig. Und das Schlimmste für mich an diesem Film war, am Ende kommen ja die ganzen Namen, also diese Credits. Und dann kam noch eine Szene. Und diese Szene, ich war so sauer, als ich die gesehen habe. Ich habe gedacht, nein, bitte, lasst es einfach, lasst es. Es ist jetzt wirklich genug. Also diese Szene war für mich echt Overkill. Ja. Absoluter Flop. Tut mir leid für alle Hangover-Fans. Dann ein weiteres Highlight diesen Monat. Ein Film, den ich abgöttisch geliebt habe, obwohl ich eigentlich ihn nicht mögen wollte. Ich sag's mal so. Und zwar ist das Star Trek Into Darkness. Haben wir auch nur 5 für gegeben. Das ist ja der zweite Star Trek-Film. Der erste kam, glaube ich, 2009 raus. Den habe ich nie gesehen. Ich habe sowieso noch nie irgendwas von Star Trek gesehen, weil ich bekennender Star Wars-Fan bin. Ich liebe Star Wars. Die alten Filme, die 3, ich weiß nicht, wie oft ich die schon gesehen habe. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe Star Wars. Und ich war halt dann immer so, okay, ich mag Star Wars, also darf ich Star Trek nicht mögen, weil das ist ja... Das sind ja die Doofen, die Star Trek mögen, so ungefähr. Und der Trailer zu diesem Film sah aber so gut aus und... Ich mag einfach Geschichten, die so im Weltall spielen und ja, ich mag sowas mit Raumschiffen und Lasern und komischen Geschöpfen. Ich mag sowas, egal. Jedenfalls sind wir dann da rein und dieser Film war so, so grandios. Oh, die Schauspieler, der Typ von Sherlock spielt dort mit. Wie heißt er nochmal? Dieser Pine, keine Ahnung. Auch total witzig. Scotty. Ich liebe ihn. Wie heißt er nochmal? Simon Pegg spielt ihn. So genial. Das ist übrigens die Lache meines Freundes dort im Hintergrund. Dieser Film war absolut, absolut genial. Man muss nichts über Star Trek wissen. Man muss kein Star Trek-Fan sein. Man muss auch nicht unbedingt Actionfilm-Freund sein. Dieser Film war so, so toll. Und ich möchte ihn nochmal sehen. Unbedingt. Wir haben den ersten Film jetzt im Nachhinein geguckt. Ich fand den zweiten besser. So toll. Ich höre jetzt auf, über Star Trek zu reden, aber ich war absolut begeistert und ich liebe immer noch Star Wars, aber Star Trek ist jetzt mit Star Wars auf einem Level gelandet. Dann leider ein weiterer Flop und zwar After Earth. Ich weiß wieder nicht, wie er auf Deutsch heißt. Das ist dieser neue Film mit Will Smith und seinem Sohn, wo die beiden in der Zukunft leben und die Menschen haben den Planeten Erde verlassen und durch einen Unfall landen die beiden jetzt aber wieder auf der Erde und alle anderen Menschen, die dort mitgelandet sind, sind tot und nur die beiden sind übrig geblieben und die versuchen jetzt halt wieder nach Hause auf ihren Planeten zu kommen und es ist natürlich alles ganz gefährlich und so und
Ja. Will Smith ist verletzt, kann sich nicht bewegen und sein Sohn wird losgeschickt, um halt irgendwas zu suchen. Würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, darüber zu reden, aber was ich damit sagen will, ist, dass man im Prinzip nur den Sohn sieht, den ganzen Film lang. Hin und wieder sieht man mal Will Smith. Ab und zu sieht man auch mal andere Personen, aber hauptsächlich sieht man den Sohn. Und was für mich den Film einfach so super schlecht gemacht hat, war, dass ich der Meinung bin, der Sohn ist ein absolut schlechter Schauspieler. Ich fand aber so schlecht seine Mimik, wie er geredet hat, das war alles irgendwie... Ach. Und dann, ich gucke mir auch immer Interviews mit Schauspielern an von Filmen, die wir so sehen. In den Interviews war er mir auch total unsympathisch. Es war nämlich mal so, dass ich sagen würde, okay, er ist mir sympathisch, dann kann ich ihm so ein bisschen verzeihen, dass er ein grottenschlechter Schauspieler ist. Er war mir auch noch unsympathisch, also ging gar nicht. Und auch Will Smith, den ich eigentlich sehr mag, hat eine Rolle gespielt, die, finde ich, für ihn total untypisch war. Die Rolle war mir total unsympathisch, der hatte gar kein Charisma, gar kein, der war irgendwie so, also... Der Film hat von uns eine 2 bekommen und auch bei diesem Film sind wir beinahe in der Mitte einfach rausgegangen. So, ich bin schon ganz außer Atem. Kommen wir zum letzten Film und zwar war das Byzantium. Und ich nehme euch nicht übel, wenn ihr keinen Plan habt, von welchem Film ich gerade rede. Ich wusste auch nichts über diesen Film. Wir sind so etwas gegangen zu einer Veranstaltung, da gehen wir heute Abend auch wieder hin. Ich freue mich schon. Und zwar ist das Sneak Peek Preview und man geht dorthin. Und man kauft ein Ticket für einen Film und man weiß nicht, was das für ein Film ist. Hier steht auch nur drauf Sneak Preview, hier steht nicht, welcher Film es ist. Und man sitzt dann dort. Man sieht übrigens auch Trailer, die noch nirgendwo anders gezeigt werden. Also wir haben schon ein paar coole neue Trailer wieder gesehen. Und dann wird ein Film gezeigt, der noch nicht veröffentlicht ist, der noch nicht rausgekommen ist, der erst in 3 Wochen, also von dem Tag, wo man es dann sieht, in circa 3 Wochen rauskommen wird. Und... ja, es war unfassbar spannend. Wir saßen da so, was könnte es denn wohl sein? Und es war dann halt Byzantium. Wir kannten den Film absolut nicht, hatten noch nie was davon gehört, kannten den Trailer nicht. Es war ein Film, der war ab 16, es ging um Vampire, es spielt in Irland, ist also kein Hollywood-Film, aber sehr geniale Schauspieler da drin. Der Typ, der den Sherlock Holmes bei Elementary spielt, war da drin. Dann waren noch die hier bei der Verfilmung von Seelen, die Hauptrolle spielt, von der ich den Namen nicht aussprechen kann, hat da mitgespielt. Dann Gemma, irgendwas mit A am Ende. Also ganz viele Schauspieler, die man so kennt. Vampirgeschichte, hatte ich das schon gesagt. Er war sehr lang. Aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Wir haben ihm eine 3 gegeben. Ich hatte ihm sogar eine 3,5 gegeben. Ich fand ihn wirklich ganz gut gemacht. Aber es ist jetzt halt nicht so shiny Hollywood, wo man so ganz tolle Bilder hat und alles so super perfekt aussieht. So war es jetzt nicht. Aber es war wirklich, es war ein guter Film, aber sehr dunkel. Sehr lang. Ja. So viel also dazu. Bitte entschuldigt die veränderten Lichtverhältnisse und eine möglicherweise etwas andere Perspektive und vielleicht sind meine Haare auch jetzt ganz verstrubbelt. Es ist mittlerweile nach Mitternacht und ich habe gerade bemerkt, dass ich, als ich heute Nachmittag gefilmt habe, einen Film komplett vergessen habe. Also meine ganze Mühe mit diesem Ticket sammeln war immer noch nicht so 100% perfekt, weil ich immer noch einen Film übersehen habe. Dieses Ticket hat sich in meiner Tasche versteckt und mir ist gerade aufgefallen, dass wir ja diesen Film auch noch gesehen haben. Als wären es nicht genug Filme in diesem Monat gewesen. Und zwar haben wir gesehen Now You See Me. Ich bin mir nicht sicher, wie er auf Deutsch heißt. Ich weiß aber, dass er noch nicht läuft. Und in diesem Film geht es um eine Gruppe an Magiern, Zauberern, so, die sich zusammentun und die eine riesige Show auf die Beine stellen. Und während einer Show, die in Las Vegas stattfindet, rauben sie eine Bank aus, die sich in Paris befindet. Und ein Ermittlerteam wird dann natürlich auf diese Gruppe angesetzt, um herauszubekommen, was dahinter steckt und wie sie das gemacht haben. Und ja, wir haben dem Film eine 4,5 gegeben. Wir waren wirklich sehr begeistert. Es war eine ganz tolle Geschichte. Es war sehr aufregend. Es war ein bisschen anders. Also vom Trailer her hatte man irgendwie das Gefühl, der Fokus liegt auf diesen Magiern. Aber eigentlich lag der Fokus eher auf dem Ermittlerteam. Also man hat es eher aus ihrer Perspektive gesehen. Also man wusste im Prinzip so gar nicht, was geht da jetzt überhaupt ab. Geht so ein bisschen vielleicht in die Richtung Ocean's 11, zumindest habe ich das vorher gedacht, aber dann auch wieder nicht so ganz. Das Ende war spektakulär, sehr überraschend, hatte ich nicht mit gerechnet. Es war ein ganz toller Film und ich werde euch unten auch von diesem Film den Trailer verlinken, falls ihr davon noch nichts gehört habt. Das war also Film Nummer 7? Nee, Film Nummer 8. Oh Gott. So, und ich schalte jetzt zu meinen ursprünglichen Lichtverhältnissen zurück und zu meinem früheren Ich, was nichts davon weiß, dass ich jetzt gerade hier war. Das waren also die Bücher, die ich gelesen habe und die Filme, die wir gesehen haben. Ich habe 6 Bücher beendet und ein 7. begonnen und wir haben 7 Filme gesehen.
Und es war ein ganz, ganz toller Monat. Ich kann mich nur wiederholen. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken, dass ihr mir so tolles Feedback zu meinem Reader-Song gegeben habt. Es sind ganz viele neue Abonnenten dazugekommen. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen. Ich habe auch schon von einigen anderen YouTubern Feedback bekommen, dass die mal Lust darauf hätten, sowas als größer angelegte Aktion mit mehreren Leuten zu machen, was ich total genial finde und ich freue mich da schon sehr drauf. Und ja, das war es also von mir. Das war mein Juni 2013 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!